Ja, Pater Link, wir sind jetzt gerade, die Abschlussmesse ist gefeiert jetzt für unsere Gruppe. Wir brechen auf. Wie geht's Ihnen jetzt? Ich fühle mich sehr, sehr wohl und bin zutiefst dankbar für diese wunderbaren Tage, die wir hier gemeinsam verbringen konnten. Hätten Sie sich das erwartet? Sie haben ja in der Vorplanung mitgewirkt und Ihre Gemeinde darauf vorbereitet. Hätten Sie sich solche Tage hier erträumen lassen? Ja, wir haben das wirklich nicht so erwartet. Es war eine einmalige Überraschung. Wir hatten nicht gerechnet, auch mit der Akzeptanz auch von der brasilianischen Seite her, auch von der deutschen Seite her. Wir waren überrascht über diese einfache, große Herzlichkeit, dieses Zusammenleben, dieses Gemeinschaftserlebnis, einmalig. Was wünschen Sie sich für Ihre Gemeinde jetzt, wenn wir jetzt wieder weg sind? Was sind so Ihre Vorstellungen und Wünsche, was in Ihrer Gemeinde jetzt aufbricht? Ja. Einer der wichtigsten Punkte in unserem Leben ist sicherlich die Mission. Auch die Tage waren ja bestimmt als missionarische Tage. Und dass in diesen riesengroßen Ortsteilen das Christentum mehr bekannt wird, attraktiver wird, mehr gelebt wird, das ist meine größte Perspektive und Erwartung und Hoffnung. Ja. Der Ort, wo ich tätig bin, Carbic-Viba, hat 55.000 Einwohner. 5.000 bis 6.000 Menschen kommen an den Sonntagen zusammen an 12 Gemeinschaften. Aber hier muss der Aufbruch eben noch stärker sein. Wir müssen sicherlich mehr Kontakt haben mit der Bevölkerung, die Leute mehr einladen, das Christentum klarer machen und mehr verbreiten. Waren denn auch jetzt Jugendliche und Gemeindemitglieder da, die sonst nicht so in die Kirche kommen, als wir hier waren? Ja, diese Tage, die wir hier gemeinsam erlebten, waren auch eine Attraktion für die Bevölkerung. Sind sie einmal auch im Ortsteil in einer kleinen Prozession, die sehr gut beteiligt war. Und was wir hier feststellen konnten, dass viele Leute ja zu den Gottesdiensten gekommen sind, die sonst nicht da waren. Und sicherlich war die Begegnung der 99 Pilger, also für die Menschen ein großes Erlebnis. Ja. Und eine neue Attraktion auch für die Gemeinschaft. Gibt es denn ein Ereignis, was Sie wirklich ganz innerlich persönlich bewegt hat? Eine Sache, eine Begegnung, die Ihnen spontan einfällt, wenn Sie jetzt an diese Tage zurückdenken? Ja, was mich sehr, sehr berührt hat, die Teilnahme der 99 Pilger. Ich hätte nicht geglaubt, dass gerade auch von den Jugendlichen so von Herzen auch das missionarische Anliegen angenommen wird. Wir haben ja alle Gruppen besucht in der Pfarrei. Die Pfarrei ist ein relativ großes Gebilde. Wir haben 12 Gemeinschaften und 60 Untergruppen. Wir haben an den 2 Tagen die Gruppen besucht, haben hier auch in einem Abschlusstreffen sie uns ausgetauscht. Was mich sehr berührt hat, dass gerade auch von den Jugendlichen, also von den Jugendlichen aus Deutschland, dass hier auch so ein starker Impuls für den Glauben erfolgt ist. Das hat mich sehr berührt und sehr begeistert. Vielen Dank. Ja, okay.